Hey Leute, was geht? Dritter Tag in New York. Ich habe hier gerade Starbucks gefrühstückt mit Aussicht zu The Vessel und The Edge, wo wir auch gleich drauf gehen. Guckt euch mal an, wie fancy dieser Drink aussieht. Ist sehr lecker, aber dafür auch sehr teuer. Mach ich glaube nur einmal hier. Hier wollten wir eigentlich auch drauf, aber leider ist das gesperrt, weil da zu viele Selbstmorde waren in letzter Zeit. Aber dafür gehen wir gleich auf The Edge, 340 Meter Höhe. Mit Glasboden, da habe ich mega Bock drauf. Ey, ihr glaubt nicht, wen wir gerade getroffen haben, einfach Andrea Pirlo. Wer ihn nicht kennt, ich blende mal ein Bild ein. Hier seht ihr, ich habe ein Bild mit ihm gemacht. Ich blende euch das gleich auch ein. Mega nice, einfach Fußballlegende von Juventus Turin. Bisschen voll, aber das war klar. Nehmt euch jetzt mal ein paar Bilder ein, die wir hier gemacht haben. Aber meine Speicherkarte von der Kamera ist einfach vollgegangen. Dann muss ich die von meinem Handy nehmen. Aber hat geklappt. Ich hoffe einfach nur, dass die Dateien von meinem Handy jetzt nicht überschrieben wurden. Sonst sind alle meine Videoaufnahmen für den Vlog hier weg. Auch krass, hier über uns hängen einfach Leute sich hier runter. Wir essen jetzt hier bei Shake Shack Burger. Ich habe richtig Hunger. Der Shake ist richtig lecker. Was haben wir hier noch? Ich habe schon 3 Burger jetzt hier in New York gegessen und das war auf jeden Fall der beste. Hier ist die High Line. Ich glaube, das waren mal alte Bahngleise, die zu so einem Aussichtswalk umgebaut wurden. Auf jeden Fall echt coole Aussicht und sehr entspannt, aber viele Leute wie überall in New York. Ey, für Fotografen und Videografen ist so ein geiler Spot. Schaut euch das, oh, das, da, das an. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht aus wie so Trichter oder so, keine Ahnung. Rechts von mir ist das Plaza Hotel, das aus Kevin alleine in New York. Leider gerade mit hässlichem Baugerüst, aber ich mache mal trotzdem ein gutes Foto. Ey Leute, die Eichhörnchen hier, die juckt echt gar nichts. Man kriegt so gute Aufnahmen hin. Einfach nur krass. Die Eichhörnchen, die ganzen Tiere hier sind so an die Menschen gewöhnt, die interessiert es gar nicht. Central Park ist echt schön mit noch integriertem Zoo. Echt entspannt. Ich finde wirklich, die Skyline sieht aus jeder Perspektive nochmal anders und nochmal anders geil aus. Auf Kamera kommt das gar nicht so rüber, vor allem Selfie-Kamera von meinem Handy. Jetzt gibt es noch einen Donut von Dunkin' Donuts. Ich habe das Gefühl, ich kriege danach einen Zuckerschock oder Diabetes. Allgemein hier in Amerika. So krass, wie viel Zucker und Fett da ist. Aber lecker ist es trotzdem. Das hier ist übrigens die Aussicht, wenn wir hier aus unserem Hotel kommen.
Ey, so cool einfach auch bei Nacht. Guckt euch mal Joa an, der sieht aus wie so ein Rapper. Der hat sich gerade hier neue Sachen gekauft. Er sieht krass aus, aber er sieht aus wie so ein Rapper. Moin. Wir gehen jetzt zu Target, Lebensmittel und so einen Scheiß kaufen. Wasser, ich brauche Wasser, weil wenn du hier Wasser mitten in Manhattan kaufst, das kostet 50 Euro pro Liter. Und ansonsten vielleicht noch was essen gehen, jo. Wir haben uns Wasser gekauft und ich habe mir noch hier so ein Pennyboard geholt. Damit kann ich einfach in Manhattan jetzt mit Pennyboard rumfahren. Mega geil. Hier seht ihr noch, boah, was eine Aussicht.